Yo Leute, was geht? Willkommen zurück, ja, hier zu einem neuen Let's Play auf meinem Kanal. Diesmal, Leute, ja, mal kein Minecraft, mal kein Rising World, mal kein Survival Game. Oder, naja, man kann schon fast sagen, so ein bisschen Survival, man muss ja überleben. Heute geht es um Call of Duty Modern Warfare Remastered. Ja, erstmal gesagt, ich habe mir dieses Spiel vor ein paar Tagen geholt. Es hat jetzt 2 Tage lang installiert, also Hashtag Sashis Internet mal wieder, ja. Es hat jetzt 60 GB gedownloadet. Das war schon eine Hammerleistung, aber ja gut. Jetzt ist es hier vor uns, Leute, Call of Duty Modern Warfare Remastered. Ich habe damals den ersten Teil, 2007, wie es hier unten steht, so gesuchtet damals. Also ich fand dieses Spiel einfach eines der besten Teile. Call of Duty 4 war das übrigens damals gewesen. Und ja, ich bin froh, es mit euch zu teilen, weil in der letzten Folge Rising World hat einer geschrieben, ja, ich soll mal wieder ein Call of Duty Video machen. Halt eben Rising World mal einstellen. Und darunter kamen 5 Kommentare, die dazu gesagt haben. Und deswegen dachte ich mir einfach so, Sashi, du bist eh gerade am Hintergrund. Infinite Warfare, das war übrigens bei Infinite Warfare dabei. Das ist jetzt diese Special Edition, sage ich mal, von Infinite Warfare. Und da war das Spiel einfach dabei. Ich war es am Runterladen, weil ich es einfach wieder spielen wollte. Weil Modern Warfare, das normale, geht bei mir nicht auf Windows 8.1. Gut, dass das jetzt gibt. Es ist das aktuellste Call of Duty und ja, zusammen halt eben mit Infinite Warfare. Leute, ich würde sagen, wir starten das Spiel. Ich hoffe, von dem Ton ist alles okay. Alter, ich habe das Spiel so lange nicht mehr gespielt. Ich habe das so geliebt damals, diesen Teil. Ist einfach ein geiler Teil, Leute. Also wer wirklich ein Call of Duty-Fan ist, holt euch dieses Spiel und holt euch Infinite Warfare. Infinite Warfare ist auch ein geiles Spiel, muss ich sagen. Auch wenn es damals bei dem Trailer gehatet wurde, ist es einfach ein geiles Spiel. Es hat so einen geilen Multiplayer, es hat so geile Sniper, es ist einfach geil. So, ich habe jetzt hier nur den Einzelspieler runtergeladen. Der Mehrspieler hat auch nochmal 30 GB, das tue ich mir jetzt nicht an. Auch meiner Festplatte tue ich jetzt nicht an, weil die ist schon voll. Deswegen kommt jetzt erstmal ein Singleplayer-Let's Play von Call of Duty Modern Warfare Remastered. Ich hoffe wirklich, vom Ton ist alles okay. Die Grafik steht auf Ultra. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach mal ein neues Spiel. Erst die guten Neuigkeiten. Die Welt ist im Top-Zustand. Ein Bürgerkrieg in Russland. Loyalisten der Regierung gegen Ultranationalisten, Rebellen und schlappe 15.000 Atombomben. Also nur ein normaler Arbeitstag. Khaled al-Assad, im Augenblick der zweitmächtigste Mann im Mittleren Osten. Es heißt, er hat das Öl, hier der King zu werden. Die Aufklärung hat ein Auge auf ihn geworfen. Und die schlechten Neuigkeiten? Heute stößt ein neuer Typ zu uns, frisch aus der Grundausbildung. Er heißt Soap. Alter, ich hab's so lange nicht gezockt. Schön, Sie zu sehen. Nehmen Sie eins der Gewehre vom Tisch. Okay, ich sehe gerade mit meinem Pegel, ist alles okay. Die Zwischensequenzen, die sind ein bisschen laut. Da werde ich auch nicht so viel reden. Also, wie gesagt. Alter, ein Gewehr. Die neue Grafik. Leute, habt ihr schon mal Modern Warfare gespielt? Ich hab's noch auf der PlayStation 3. Alter, ist das ein Unterschied. Hier, ich kann euch die Grafik zeigen. Grafik. Hier geht nicht mehr. Alles auf extra. Na, das ist jetzt auf gering, die atmosphärische Filterung, aber die brauche ich nicht. Hier hohe Qualität, SMAA, alles an. Also wir spielen auf Ultra, so gesagt, extrem. Gibt es, glaube ich, bei Call of Duty schon. Alter, diese Animationen jetzt. Zauberhaft. Okay, schießen Sie jetzt okay. Aus der Hüfte. Gas, ach, den kenne ich noch. Verwenden das kenne ich auch noch, das ist das kleine Tutorial hier am Anfang. Hey! Ich will, dass Sie aus der Hüfte feuern. Ja, mache ich ja schon. Nun zielen Sie mit Ihrem Gewehr, Soap. Also, das ist eh unnötig. Jeder weiß, wie man Call of Duty spielt. Ohne Scheiß. Jetzt werden die Ziele von etwas Sperrholz verdeckt. Kugeln werden dünnes, schwaches Material wie Holz, Putz und Blech durchschlagen. Schießen ja, Sie das durch wusste das ich bereits. Auf die Ziele. Gut. Hier jo, haben wir es geschafft hier. Der Sashi hier, bester Hashtag bester Schütze. Hardscopes hier. Ah, egal, okay. Na, jetzt muss er auch noch nachladen. So. Wirklich gute Arbeit, Kumpel. Holen Sie sich nun eine Pistole. Ja klar, mach ich. Lieber, gut, Gas. Alter, ich freue mich so auf dieses Let's Play. Ich hoffe, ihr euch auch. Ich hoffe, euch gefällt Call of Duty. Wie gesagt, dieses Spiel ist einfach nur zu empfehlen. Mit dem Messer sind Sie noch schneller als beim Wechseln auf die Pistole. Zerschneiden Sie die Wassermelone. V. Alles sauber, klar. Ihre Obsttötungsfähigkeiten sind erstaunlich. Ja, meine Obsttötungsfähigkeiten sind erstaunlich. Alter, jetzt geht's nach draußen. Jetzt kommt hier ein kleiner Cinematic, Alter. Jetzt geht's rund.
Mann, ich habe das so lange nicht gezockt. Ich kann es nur noch tausendmal sagen und die Grafik ist so geil. Ich nehme das natürlich alles in 720p auf. Wie gesagt, Leute, mit meinem Internet, das ist wirklich noch nichts. Deswegen auch sorry, wenn soll die Qualität so naja sein von dem Video. Ich muss einfach komprimieren, weil die Folgen vielleicht so eine halbe Stunde immer gehen. Weil so eine Story kann schon manchmal lang gehen, so eine Mission. Und ich würde einfach sagen, wir gehen hier. Ich glaube, das war das Tutorial mit dem Frachtschiff. Das war, glaube ich, damals die erste Mission bei Call of Duty Modern Warfare. Neue, und hier ist der Neue. Sie nicht so hart ran. Das bin ich. Wir haben immer noch keine Beine. Also was ist Soap überhaupt für ein Name? Wie Suppe. Wie Sie überhaupt die Grundausbildung geschafft? Keine Ahnung. Soap, nun sind Sie mit dem Häuserkampf dran. Alle anderen ab zur Beobachtung. Für diesen Test müssen Sie das Frachtschiff in weniger als 60 Sekunden meistern. Okay. Gas hält mit 19 Sekunden den aktuellen Rekord. Viel Glück. Wo ist Gas? Ach so, da war der, wo uns da vorhin bedient hat. Und ich glaube, meine Stimme war am Anfang viel zu laut, weil ich einfach so ins Mikrofon reingeschrien habe, was ich jetzt auch gerade wieder mache. Alter, was ist wieder so laut eingestellt? Was bist du wieder so empfindlich, Junge? Nehmen Sie die MP5 und 4 Blendgranaten auf. Auf mein Zeichen. Ich muss mal kurz, Optionen. Steuerung. War das das? Aktionen. Ah. Zielvorrichtung halten. Linke Maus. Und zur Position 1. Ah ja, okay. Jetzt ist wie bei der PlayStation so ähnlich. Weil ich habe dann dieses Spiel damals nur in der PlayStation und gespielt. Und meinen Anweisungen bei jeder Position. Ja, ich glaube, ich kenne das schon alles hier. An der Seil, wenn Sie bereit sind. Ich bin bereit. F, los, los, let's go. Los. Treffen Sie die Ziele. Position 2, los. Ja, Position 2. Treffen Sie die Ziele. Blendgranate durch die Tür. 4. Position 4. Immer schön weggucken, wenn die Blendgranate kommt. Position 5, los. Treffen Sie die Ziele. 6, los. Blendgranate durch die Tür. Treffen Sie die Ziele. Ach, Ziel treffen. Scheiße. Finale Position, diese Penner los. Von Feinde. So. Okay, 28,5 Sekunden. Naja, wir haben jetzt nicht den Rekord von Soap gemacht. Aber, oh Leute, ist ja nicht schlimm. Kommen Sie zu den Monitoren für eine Analyse. Ja, eine Analyse kommt jetzt hier. Gentlemen, die Frage. Okay. Ach, ich wurde überwacht, okay. Ach, da ist meine Blendgranate gerade geflogen. 0200. Wegdreht. Alles klar, 0200. Los geht's, Leute. Ich freue mich so auf das Spiel. So, wir spielen auf Soldat. Ja, ich spiele mal keine Pussy diesmal. Diesmal spielen wir auf Soldat, weil es empfohlen wird. Ja. Jetzt kommt wieder so eine mega laute Zwischensequenz. So eine Bravo, Team. Die Infos kommen von unserem Informanten aus Russland. Das Paket ist an Bord eines Frachters. Estland Registriernummer 52775. Ein paar Mann Besatzung und Sicherheit an Bord. Irgendwelche Weisungsregeln? Besatzung entbehrlich. Jetzt kommt die Mission mit dem Frachtschiff. Das ist auch eine geile Mission, muss ich sagen. 60 Sekunden, okay. Ja, die warten wir dann erleben noch, die 60 Sekunden. Ich meine, oh, haben wir ja Zeit. 30 Sekunden, Licht aus. Alter, diese Grafik. Wenn man gegen den alten Teil mal guckt, dann sieht man schon einen großen Unterschied, muss ich sagen. 10 Sekunden. Und das auch so flüssig läuft. Infinite Warfare läuft da relativ unflüssiger wie Modern Warfare Remastered, obwohl die Grafik irgendwie besser ist, muss ich sagen. Vielleicht liegt es daran, weil, ja, hier ein bisschen an Sampling gespart wird. Damit sage ich mal, halt eben diese Render-Auflösung und so, habe ich ja auf niedrig stehen. Vielleicht liegt es ja daran, weil Render-Auflösung kann ich einfach nicht haben und ich werde hier geblockt. Ach, der liebe Bryce hat mich gerade geblockt. Block nicht. Ich bin eh besser wie ihr, ich muss eh alles machen in diesem Spiel. Ja, ein Besoffener, den machen wir mal weg, der hat bestimmt zu viel Wodka getrunken. Hier sind Schlafende, die lassen wir auch einfach schlafen, die lassen wir einfach erst saufen. Und, okay, wo sind die jetzt hin? Ah, okay, die kommen. Ich kenne die Mission wirklich gar nicht mehr. Ich kenne gar nichts mehr auswendig in diesem Spiel. Ich würde einfach sagen, wir rennen mal in diese Richtung. Ich hoffe mal, dass es richtig ist. Und wie gesagt, wenn dieses Spiel, wenn ihr es haben wollt, schreibt es in die Kommentare. Und dann wird halt eben ein Projekt eingestellt. Ihr dürft euch aussuchen, ob Minecraft oder Rising World eingestellt werden soll. Also, ihr könnt es ruhig in die Kommentare schreiben, aber Leute, ich würde wirklich gerne dieses Spiel mit euch zocken. Es geht ja auch nur ungefähr 20, 25 Folgen. Mehr geht es nicht, weil das Spiel geht, glaube ich, so viel ich weiß, 6 Stunden ist die Story lang. Und dann war es auch wieder.
Weil, Leute, wir müssen auch mal so langsam von Minecraft und so wegkommen. Wir müssen auch hier mal ein richtiges, ja, ein richtiger Let's Player-Status hier bekommen. Und auch mal Spiele-Let's Playen, wie zum Beispiel, ja, ich sag mal Call of Duty. Haben halt eben einen guten Let's Player-Status. So. Das hört schon wieder so klickgeil an. Und nein, ich bin nicht klickgeil, nur weil ich Call of Duty zocke. Ich möchte einfach mit euch dieses Spiel teilen. So, besser gesagt. Ja, hier ist wieder der liebe Captain Helf. Dem würde ich sagen, folgen wir auch mal ein bisschen weiter. Der geht jetzt hier in die Tür. Jo. Alter, ich hoffe, der Ton ist okay. Wie nett. Morgen ist es behoben. Also schreibt in die Kommentare, welches Systemspiel ihr eingestellt haben wollt. Dann werde ich natürlich auch so machen. Für diese 25 Folgen halt eben. Oder 30. Ja, hier ist alles sicher. Ich nehme das Ganze auch übrigens mit OBS auf. Ich wusste nicht, dass es klappt, weil GTA 5 wollte ich damals mit OBS aufnehmen. Das war einfach nicht möglich, Alter. Alter, gehen hier ab. Da hat wohl einer unter Feuerbeschuss hier stehen. Alter, ich kann hier gar nicht richtig zielen. Was ist denn das? Habe ich kein Zielwasser getrunken oder was? Sorry, lieber Helf, dass ich das alles machen musste. Aber ich muss anscheinend... Die Steuerung ist auch ein bisschen komisch. Ich glaube, ich muss mir ein Gamepad kaufen, weil ich in letzter Zeit PlayStation viel zocke. Alter, blockt nicht. Die blocken immer so. Dann fliegt man immer so durch die Gegend hier. Das nervt voll. So, ich würde sagen, wir holen uns einfach mal eine neue Waffe. Wir holen uns mal... Oh, die ist geil. Die kenne ich noch. Die kenne ich noch von MW2. Übrigens der Nachfolger von diesem Spiel. Wer hätte es gedacht? So. Ich wusste, dass da einer kommt. Oh, das ist der liebe Gas. Den lassen wir am Leben. Und jetzt geht's, glaube ich, oben weiter, oder? Na, ich folge ihn einfach mal. Alter, wie die blocken. Ich glaube, jetzt kommt wieder hier ein Mega-Beschuss, kommt jetzt hier wieder. Los, los. Na, geh doch. Hallo? Achso. Alter, blocken die. Das war in den alten Teilen auch schon so. Und es ist immer noch so. Hallo, ich... Ach, Alter, wie die blocken. Leckt mir am Arsch, wie die blocken hier. Und hier kann man noch nicht so gut schießen, weil hier alles so wackelt, weil wir auf hoher See sind. Das haben wir wieder so ein bisschen Schwierigkeitsgrad mit dem... Ja, mit dem Hin- und Her-Wackeln. Wir müssen hier so einen kleinen Ballistikprozessor drauf haben, damit wir hier nicht so zappeln beim Zielen. Aber das gibt's nur bei der Sniper. Oh, der Sashi kennt sich mal aus hier. So. Na, wo ist denn... Warum schießen die auf die Fässer? Ist da einer hinten dran? Guck mal, das arme Fass blutet. Ach, da ist einer. Guck mal da, der hat jetzt eine Kugel. So, ist da oben noch irgendwo ein... Alter, da sind sie noch. Ich seh die gar nicht. Ist alles so dunkel. Muss die Helligkeit höher stellen. Mal eine Granate werfen, komm. Damit die mal ihren Mund da hinten halten. Wo ist denn der jetzt? Ist der auch in dem Fass? Ach, da ist der. Guck mal, den sieht man gar nicht mit seiner Terrormaske hier. Der kleine Schlingel. Alter. Ach, da. Ich habe auch gar keine Minimap. Wo ist die eigentlich? Alter, block nicht. Habe ich die deaktiviert oder was? Oder ist die gar nicht mehr da, die Minimap? Das wäre scheiße, wenn die Minimap nicht mehr da wäre. Weil auf der Minimap konnte man immer sehen, wo Feinde sind. Da war es auch viel einfacher. Alter, blocken die. Schlimmer wie hier, schlimmer wie in einem Gefängnis. Alter. So, schon mal eine neue Waffe. Schon mal die hier, die MP hole ich mir jetzt mal. Und mit V kann man, ah genau, mit V kann man Messer zücken. Und warum, warum ist hier so schwerer Beschuss, ey? Wie viele Feinde sind denn hier? Wo kommt der denn her? Ach, da oben ist auch noch einer. Ach, guck mal da, den habe ich gar nicht gesehen. Liegt daran, wenn man die Minimap aus hat, Sashi. Merkst dir. Schalt demnächst die Minimap an, wenn es noch geht. Hoffentlich, ey. Sonst wäre das richtig doof. Habe ich eigentlich das Gefühl oder schießen die alle nur auf mich? Die machen gar nichts. Ich muss alles hier machen. Habe ich irgendwie das Gefühl. Das ist Captain Bryce. Die gehen mir einfach mal helfen. Komm. Gut, dass es hier so Deckungen gibt, ey. Sonst wäre ich hier schon lange am Arsch. Ich schmeiß einfach noch eine Granate dahinter zur Sicherheit ein bisschen. Die, ich meine, die Mission ist, glaube ich, eh gleich vorbei. Oh, hier ist noch einer. Ah, ne, doch nicht. Ich dachte, das wäre einer von den Feinden.
Alter, blocken die. Schreibt in die Kommentare, kennt ihr es, wenn Spieler blocken? So, halt eben hier so Disch wegdrücken. Das nervt voll. So, ich glaube, ich muss jetzt hier hin, oder? Ja, ich möchte es gerne nehmen. Ich glaube, das war das hier, oder war es das hier? Ne, das ist ein Nummernschild. War es der Koffer? Ich weiß gar nicht mehr. Ah ne, das Magazin, okay. Gut, dann gehen wir jetzt wieder zurück. Wir rennen. Ich gehe einfach hier lang. Ich glaube, von hier campen wir. Ne, von hier campen wir nicht. Wir campen von hier, stimmt. Ja, genau. Fuck. Scheiße, da haben wir gut erwischt, ey. Captain Price, Alter. Alter, Opa hier. Ach nee. Ich dachte, das geht hoch, das Schiff. Jetzt sinkt es auch noch. Ach nee. Ja komm, hilf mir mal. Dankeschön. Ja, ich renne ja schon. Wir können gar nicht rennen. Lol. Ich kann nur gehen. Alles klar. Ich habe anscheinend mir mein linkes Bein gebrochen, wie es aussieht. Komm, steh auf. Los, 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 schneller, schneller. Alter, wie wir hier, wir gehen hier schon senkrecht, wir gehen bald auf dem Geländer rum. Sind da noch Feinde? Ah, da sind noch Feinde da unten. Hey, ja, die ertrinken jetzt hier schön. Und die Schlafenden von vorhin ertrinken jetzt auch. Ich bin im Schiff. Damals, wo ich es gespielt habe, ich habe bei dieser Mission immer abgekackt, Leute. Ich habe bei dieser Mission immer sowas von abgekackt, weil ich nie gewusst habe, wo die hinlaufen. Weil damals war die Steuerung bei der PlayStation so ungewohnt und wir müssen springen. Wir müssen springen. Schnell! Ja, genau. Hilf mir. Vielen Dank für die Blumen. Ja, und jetzt geht das Schiff hier unter. Geile Grafik. Also wie gesagt, Leute, vergleicht einfach mal mit dem alten Teil, da seht ihr wirklich einen riesen Unterschied. Ich glaube, Remastered ist einfach nur mit neuer Grafik. Ob es neue Missionen gibt, weiß ich nicht. Werden wir ja sehen im, ja. Infinity Ward präsentiert übrigens, habe ich ja schon erzählt. Call of Duty Modern Warfare Remastered. Voll laut gerade gewesen auf den Kopfhörern. Junge, Junge. Ein Wagenkopf. Oh, wie hell. Ja, das ist auch, glaube ich, jetzt schon die neue Mission. Deswegen, Leute, würde ich sagen, beende ich an dieser Folge das Spiel. Es hat ja jetzt automatisch gespeichert. Ich hoffe, euch hat die erste Folge Modern Warfare Remastered gefallen. Wenn ja, lasst wie immer den Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Und wie gesagt, schreibt in die Kommentare, ob ihr dieses Spiel haben wollt, dieses Let's Play. Und was ihr halt eben eingestellt haben wollt. Minecraft oder Rising World. Schreibt es in die Kommentare. Ich werde es auswerten für die nächste Folge. Bis dahin noch einen schönen Tag. Yo, ciao Leute.